Wenn Füchse Zebras jagen, heißt es in der DKB-Handball-Bundesliga Berlin gegen den THW Kiel. Oder kurz, der Kampf um Platz 3, die Chance auf die Champions League. Die Füchse Berlin haben sich reingebissen in die Saison. Nach einem durchwachsenen Start lief es seit dem Trainerwechsel im Dezember immer besser. Wilimir Petkovic hat die Hauptstädter zurück in die Erfolgsspur gebracht. Zuletzt stellten sie sogar den beiden Top-Mannschaften ein Bein. Ein Unentschieden gegen die Rhein-Neckar-Löwen und ein Sieg gegen Flensburg. Die Füchse sind im Jagdfieber und wittern die Königsklasse. Dafür müssen aber noch die Zebras erlegt werden. Beim THW Kiel lief es dagegen etwas anders. Die Schwarz-Weißen lagen nach einem guten Saisonstart voll auf Kurs Ligatitel Nummer 21. Mit Flensburg wurde direkt ein Konkurrent geschlagen. Und auch sonst gaben sich die Norddeutschen in der Hinrunde kaum eine Blöße. Seit der Rückrunde ist der Rekordmeister aber ins Wanken geraten. Zwar gewann Kiel vor kurzem den DHB-Pokal, in der Liga musste man sich dagegen aber nach mehreren Ausrutschern aus dem Titelrennen verabschieden. Nun geht es darum, das Rennen um die mögliche Champions League-Teilnahme für sich zu entscheiden und die Füchse auf Abstand zu halten. Das Hinspiel an Spieltag 7 ging klar an den THW Kiel. Berlin kassierte eine bittere 18:26 Niederlage, damals aber unter anderen Vorzeichen. Am Sonntag steht nun das Rückspiel in der Kieler Sparkassenarena an. Gibt es die Revanche oder rennen die Zebras den Füchsen wieder davon? Es wird auf jeden Fall eng und ein Highlight für die Handballfans.